Endspiel des Geldadels. Norbert Nelte, Internationalsozialisten. Erstens, die immer kürzere Halbwertszeit der Klassengesellschaften. Von der Jungsteinzeit der Jäger und Sammler schritten wir etwa 5000 vor unserer Zeitrechnung in die Klassengesellschaften ein. Ab nun herrschen die Menschen über die Menschen. Vorher hatten die Naturgewalten über den Menschen geherrscht. Die Menschen untereinander waren noch ganz basisdemokratisch organisiert. Eine Frau wurde zum Familienoberhaupt gewählt, deren Aufgabe es war, die Beschlüsse der Großfamilie durchzusetzen. Der Mensch ging mit dem anderen Geschlecht eine zeitweise Paarungsfamilie ein. Der Name und das Haus wurden an die Tochter von ihr oder ihren Schwestern weitergegeben, die dann wieder von der Großfamilie gewählt werden mussten. Der Mensch war aber im fruchtbaren Halbmond Levant und Babylon so erfolgreich, dass die Clans nun so groß geworden sind, dass sie nicht mehr nur von der Jagd und dem Sammeln alleine hätten leben können. Ab 11.000 vor unserer Zeitrechnung betrieben sie den Getreideanbau, der in der Südtürkei schon ab 20.000 vor unserer Zeitrechnung im Gartenbau betrieben wurde, nun im Feldanbau zu betreiben. Noch aber der ganze Clan gemeinsam. Der Häuptling verhandelt das überschüssige Getreide für den ganzen Stamm in dessen Namen, zum Beispiel im Fernhandel gegen gezähmte Tiere. Er wird im Fernhandel beschützt von einer Schutztruppe, die im griechischen Polizia heißt. Reichtum entstand nun und man kannte den Begriff des Wertes einer Ware. Als Jäger und Sammler hatten die Menschen am Tag nur 2 Stunden gearbeitet. Beim Feldanbau gemeinsam mit dem Clan mussten sie nun leicht mehr, vielleicht 4 Stunden arbeiten. Aufgrund des Reichtums, der nun entstand, verlangten die Männer vor 7000 Jahren aber, die Äcker zu privatisieren. Spätestens jetzt aber will der Häuptling an dem Handel auch selber verdienen und im eigenen Namen handeln. Er nennt sich um in einen Fürsten. Der Polizia zahlt ja jetzt dafür Geld, dass sie auch ihn vor den Stammesmitgliedern beschützen. Von den Stammesmitgliedern aber verlangt er auch so viel, dass die Männer nun mit den schweren Pflügen nun 10 Stunden am Tag arbeiten müssen. Denn freiwillig hätten sie nie 10 Stunden am Tag gearbeitet. Das spricht von einem Zwang des Fürsten. Gleichzeitig nimmt der Fürst die Feinde als Sklaven. In der ersten Klassengesellschaft, der unreinen Sklavengesellschaft, versklavt der König aber nur wenige Sklaven und die nur für ihn und seinen sporadischen Bauvorhaben. Von der babylonischen Gefangenschaft 537 bis 539 vor, Link 1, der Israelis wird berichtet, Wikipedia-Zitat, ist wohl davon auszugehen, dass das Exil als religiöse Strafe empfunden wurde. Doch äußerlich bestanden für die Juden in Babylon komfortable Lebensumstände. Genauso wie andere in verschiedenen Kolonien angesiedelte Juden konnten sie ohne Zwang Handel, Landwirtschaft und Häuserbau betreiben. Zitat Ende. Nur ein kleiner Teil der Israelis mussten sie kurz bei Bauvorhaben des Königs Frondienste leisten. Nochmal Wiki,
Im babylonischen Exil konnten die Juden ihre Tradition und ihre religiöse Identität bewahren. Die in und um Babylon angesiedelten Juden assimilierten sich sehr schnell. So fand man in Schriftzeugnissen jüdische Namen, die belegen, dass Juden am Hofstaat und im Militär von Nebukadnezar II. Karriere machen konnten. Auch gibt es Berichte über jüdische Bankierdynastien. Zitat Ende. Dabei handelt es sich hier sogar schon um die Anfänge der reinen Sklaverei. Das Wertprodukt in der unreinen Sklaverei war noch zu gering, als dass der König darin schon ein wesentliches Zusatzeinkommen für sich und sein Volk habe sehen können. Die Ausbeutung war eben auch noch zu ungewohnt. Ich schätze, dass die damalige Geldelite nur 3-5% von der Wertschöpfung ihrer Untergebenen und Sklaven einbehalten haben. Von dem einbehaltenen Geld wird ein kleiner Teil nicht von der Elite selber verbraucht und landet bei dem angehäuften Reichtum. Es wird dem Wirtschaftskreislauf entzogen. Die Käufer der angebotenen Waren gehen zurück. Der Bauer bleibt auf seinen Waren sitzen. Es sei denn, der innere und äußere Markt wächst. Bei dieser relativ geringen Ausbeutung fällt der Wachstumszwang für die damaligen Sumerer und Ägypter noch kaum ins Gewicht, so dass sie von 5000 vor bis 800 vor, also 4200 Jahre lang, locker überlebten. Babylon und Ägypten wurden auch eher von der besseren Militärtechnik und dem größeren Adel von den Griechen und den Römern überwältigt. Aber hier liegt auch schon das Problem der reinen Sklavenhaltergesellschaften. Sie müssen sich ständig vergrößern. Die Elite im Römischen Reich bildeten vielleicht 20% der Wertschöpfung der Plebejer und Sklaven ein. So musste Rom ständig wachsen. Und kaum war es Ende 300 auf seine maximal zu erreichende Größe angekommen, ging es schon bergab und zu Ende. Die Halbwertszeit reichte von 800 vor bis 500 nach, also nur noch 1300 Jahre. Den Feudalismus kann man erst ab der späten Romanik etwa 1000 rechnen. Von 500 bis 1000 waren dunkle und verlorene Jahre, ohne Gesetz und Entwicklung. Die Bauern mussten den Rittern für das Versprechen auf Schutz 30% Steuern zahlen. Erst mit den Mauren konnten die Feudalen in Europa um 1000 herum an die Klassik anschließen. Aber dann auch relativ schnell die Renaissance, Wiedergeburt, die Aufklärung und die Neuzeit erreichen. Im Inneren gab es kaum Wachstum, da der König arbeitszeitsparende Entwicklung in den Gilden und Zünften, also in den Städten, verboten hatte. Wachstum gab es nur mit den Schiffen im Fernhandel. Er musste für ein Wachstum von 30% sorgen. Aber die Dampfmaschine wurde in dem von Parlament kontrollierten England entwickelt und sprengte das enge Korsett des Feudalismus. Ihre Zeit kann man wirklich nur von 1000 bis 1800 rechnen, also 800 Jahre lang. Der Kapitalismus nun ist die letzte Klassenherrschaft. Sie hat den Menschen eingeredet,
dass sie überhaupt nicht mehr ausgebeutet werden. Mit diesem Trick hat der Kapitalismus bis 45% bei den Nazis von der Wertschöpfung der Arbeiterinnen ihnen abgeluchst. Im Schnitt 37%. Dabei sind in den Waren die Maschinen und die Zinsen für deren Kredite mit einkalkuliert. Die Waren haben die Lohnabhängigen hergestellt. Also sie haben auch die Maschinen bezahlt. Der IWF geht davon aus, dass ein Wachstum erst ab 3,3% des Bruttoinlandsproduktes anfängt. Das dürfte etwa der Betrag sein, der von den Anlegern dem Wirtschaftskreislauf durch Akkumulation und Tresor entzogen wird. Der Rest von den ergaunerten 37% der Wertschöpfung der arbeitenden Massen sind Neubau von Anlagen und Selbstverzehr, die wieder in den Wirtschaftskreislauf eingehen. Die Weltwirtschaft ohne Profit im Produktionsprozess kommt aber nun zum Stillstand. Titelzitate: Schwache Nachfrage weltweit, Rückgang im Welthandel wird zum Problem für deutsche Industrie. Zitat Ende. Regulär gibt es keine Gewinne mehr in der Produktion. Jetzt noch einmal alles im Überblick. Erste Gesellschaft, unreine Sklavengesellschaft, 5000 vor bis 800 vor, 4200 Jahre lang, Ausbeutungsrate etwa 2-5%. Zweite Gesellschaftsform, reine Sklavengesellschaft, 800 vor bis 500 nach, 1300 Jahre lang, Ausbeutungsrate 20%. Dritte Gesellschaft, Feudalismus, von 1000 bis 1800, 800 Jahre lang, 30% Ausbeutungsrate. Vierte und letzte, herrschende Gesellschaft, Kapitalismus, 1800 bis ca. 2025 bis 2030, 225 bis 230 Jahre lang. Ausbeutungsrate im Schnitt 37%. Weiter mit Endspiel des Geldadels, Teil 2 von 2.